endlich wieder unbeschwert kauen und lachen, dank Implaneo. Unsere Dentalklinik in München bietet Ihnen die schmerzfreie Methode für feste dritte Zähne an einem Tag. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten kostenfrei beraten. Alle Infos unter implaneo.de. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sprechstunde. Corona und kein Ende. Corona ist nach wie vor das bestimmende Thema. Es gibt viele andere Beschwerden, die dadurch regelrecht in den Hintergrund geraten sind, die aber natürlich nach wie vor aber existieren. Und wir möchten heute über eine regelrechte Volkskrankheit sprechen. Und dazu sind wir im Osteoporosezentrum München bei Professor Dietmar Deichend. Herr Professor, danke, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Ranzinger. Wir sprechen heute über Knochenschwund. Was hat es damit auf sich? Nun, Knochenschwund ist eine der 10 Volkskrankheiten gemäß Weltgesundheitsorganisation in der westlichen Welt, die uns im täglichen ärztlichen Alltag in allen möglichen Formen tatsächlich beschäftigt. Denken Sie nur daran, dass ein Knochenschwund sich nicht in der gleichen Weise sichtbar bemerkbar macht, wie beispielsweise ein Muskelschwund an Beinen, Armen, den man sehen kann oder vielleicht auch an der Hose oder am Hemd spürt, sondern der passiert innerlich. Und den muss man in irgendeiner Weise ja sehen können. Ja. Das machen wir. Und Sie sagen, viele, viele Menschen sind davon betroffen. Wie merke ich das denn überhaupt, dass ich von Knochenschwund betroffen bin? Das ist ja mit eines der ganz wichtigen Aspekte oder einer der wichtigen Aspekte, dass man Knochenschwund nicht spürt. Viele Menschen kommen zu mir und fragen mich, ob ihre Rückenschmerzen durch die Osteoporose bedingt sind. Und sage ich, nein, das kann nicht sein, es sei denn, ihnen ist schon etwas gebrochen. Also wir spüren den Knochenschwund nicht. Er läuft stumm ab, bis uns ein Knochen bricht. Und da gibt es alle Varianten von Knochenbrüchen, die auch ganz heimlich stattfinden können und dann Schmerzen machen. Aber der Regelfall ist es nicht. Beim Thema Knochenschwund begegnen einem immer wieder zwei Begriffe, die, was Sie gerade angesprochen haben, Osteoporose und die Osteopenie. Lassen Sie uns doch gerade mal bitte am Anfang über diese beiden Begriffe reden. Was ist was? Was ist denn die Osteopenie? Nun, das geht ineinander über. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Osteopenie der Werdegang der Osteoporose ist. Mhm. Osteoporose kommt nicht über Nacht, sondern die passiert über viele Jahre hinweg, baut die sich auf. Und die Vorstufe der Osteoporose ist die Osteopenie. Das heißt, es gibt bereits Verluste an Knochendichte, was das ist, können wir gerne besprechen, an Knochenmasse und das baut sich langsam auf. Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, es ist eine Vorstufe, bedeutet das automatisch, dass wenn ich Osteopenie habe, dass ich dann eine Osteoporose bekomme? Das ist eine gute Frage. Das hängt davon ab, ob Sie Ihre Osteopenie rechtzeitig erkennen und dagegen steuern. Wenn Sie das nicht tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass altersbedingt mit zunehmenden Lebensjahren aus der Osteopenie eine Osteoporose entsteht, relativ groß. Und deswegen ist es auch wichtig, das frühzeitig zu erkennen, dass man dann eben gegensteuern kann. Und wie man das erkennt, das soll heute ein sehr großes Thema unserer Sendung sein. Die Osteoporose, der Knochenschwund. Was passiert da im Körper? Was kann ich mir darunter vorstellen? Das würde ich Ihnen gerne mal anhand eines Modells zeigen, das wir hier aufgebaut haben. Sie sehen, die Knochenanatomie besteht aus unterschiedlichen Anteilen des Knochens. Wir haben einmal den sogenannten Geflechtknochen oder auch spongiöser Knochen genannt, der umgeben ist von der Knochenrinde, die im Fachjargon die Corticalis heißt. Diese Anteile des Knochens können in unterschiedlicher Weise Masse und Knochendichte einbüßen. Ja? Mhm. Und je nachdem, was zuerst an Einbuße
unter Einbußen leidet, also eher der spongiöse Geflechtknochen oder die Knochenrinde, kann das auch für die Knochenfestigkeit ganz unterschiedliche Konsequenzen haben. Mhm. Es können verschiedene Ursachen zum Knochenschwund führen und führen dann an unterschiedlichen Anteilen des Knochens zu Verlusten an Knochenmasse, vor allem im kortikalen, also im Rindenbereich, aber auch im trabekulären Bereich. Und die können sich auch ganz unterschiedlich auswirken. Auf das Knochenbruchrisiko, auf die Knochenstabilität, mhm, auf die Knochenbeweglichkeit und seine Elastizität ebenso. Das heißt, da haben wir es mit einem unglaublich großen Feld zu tun, was eben sich ganz unterschiedlich auswirken, ausprägen kann. Wenn jetzt ein Knochen in meinem Körper davon betroffen ist, heißt das, dass dann alle weiteren Knochen auch befallen sind? Im Regelfall verläuft die Osteopenie, also die Vorstufe der Porose, oder nennen wir es mal jedwelcher Schwund, mhm, verläuft im Regelfall harmonisch im gesamten Körper in etwa in gleichem Umfang ab. Aber es gibt Situationen, wo der Regelfall nicht eintritt, sondern der Sonderfall. Und das können internistische Grunderkrankungen sein, mhm, im Bereich von Stoffwechselkrankheiten. Es gibt aber auch Ursachen im medikamentösen Bereich. Lebensführung, all diese Dinge spielen eine Rolle dahingehend, ob mein Knochen insgesamt harmonisch gesund oder krank ist oder ob er atypisch krank wird, zum Beispiel nur in der Wirbelsäule, nur in den Extremitäten. Das ist unterschiedlich und deswegen muss man eine Sache machen, man muss mit den Menschen reden, bevor man sie untersucht. Etwas, was im Übrigen viel zu selten passiert. Die Anamnese ist in der Osteologie, in der Osteoporose-Diagnostik besonders wichtig, weil ich muss wissen, Wen untersuche ich und was muss ich erwarten, wenn ich den Menschen mit dieser kranken Vorgeschichte untersuche? Ja. Hatte er vielleicht eine Chemotherapie? Die verändert alles. Da haben wir atypische Verläufe. Da müssen wir anders und kritischer draufschauen als ohnehin. Mhm. Und dieses Gespräch, das höre ich bei Ihnen immer wieder durch. Das machen Sie sehr ausführlich, sehr gewissenhaft hier im Osteoporosezentrum München. Und Sie haben jetzt gerade mal erste Ursachen angesprochen. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel die grundsätzliche Veranlagung, die Genetik? Nun, Genetik ist ein wichtiger Faktor, den wir im Anamnesegespräch abfragen. Und da geht es um familiäre Häufungen von Osteoporose. Sie kennen das vielleicht von anderen Erkrankungen. Familiäre Häufung von Herzinfarkten, von Schlaganfällen, familiäre Häufung bei Frauen von Brustkrebs. Das alles spielt eine Rolle in, mhm, unserer Anamnese. Und anhand dieser Hinweise, dieser Aussagen, ja, meine Mutter, meine Tante, meine Schwester hatten Osteoporose oder haben es immer noch, ist immer ein wichtiger Verdachtsmoment. Mhm. Und dann gibt es noch ein sehr großes Feld. Soweit ich informiert bin, sind ja mehr Frauen davon betroffen als Männer. Und da kommen, glaube ich, relativ schnell die Hormone ins Spiel. Die Hormone spielen immer eine Rolle für unsere gesamte Gesundheit, bei Mann wie Frau. Nur es sind unterschiedliche Hormone. Wir haben sowohl Mann als auch Frau Östrogene und Testosteron, aber in unterschiedlichem Verhältnis. Bei der Frau kommt die Osteoporose tatsächlich erst einmal auf den Tisch als potenzielle Erkrankung mit, mhm, der Menopause. Spätestens dann, wenn die Östrogene absinken, dann haben wir das Risiko, dass das Hauptfuttermittel für den Knochen hormonell gesehen, ja, das Östrogen quasi verloren geht, zunehmend weniger produziert wird, mhm, und dadurch der Knochen immer weiter abbaut. Beim Mann ist es das Testosteron in der Tat. Mhm. Und welche Rolle spielt meine Lebensführung, welche Genussgifte ich konsumiere, ob ich jetzt sehr sportlich bin oder sehr unsportlich? Es gibt erwiesene Lebensführungsnachteile, die also nachteilig für den Knochen sind. Dazu gehört das Rauchen, dazu gehört Alkoholkonsum in einem überdurchschnittlichen Maß. Was durchschnittlich ist, das kann man durchaus drüber diskutieren, ist sicher auch regional verschieden. Kaffeekonsum, da wird die Obergrenze auch gerade wieder einmal kritisch diskutiert. Mhm. Aber was meiner Ansicht nach viel zu wenig berücksichtigt wird, ist, dass ein Hauptrisikofaktor für das Entstehen der Osteoporose die Muskelschwäche ist. Also zu wenig Muskulatur bringt mit der Zeit sicher
egal wie gesund man sich ernährt, auch zu wenig Knochen mit sich. Und da bewegen wir uns ja unter anderem auch in Richtung Alter. Im Alter habe ich weniger Muskeln. Ist es nicht völlig normal, dass ich im Alter Knochenschwund bekomme? Tendenziell ja. So wie es auch normal ist, im Alter tendenziell eher weniger Muskulatur zu haben. Das ist mit einer der Gründe, warum es ja in der Vorsorgemedizin auch Vorsorgeuntersuchungen für den Knochen gibt. Also da ist das fester Bestandteil eines gesunden Älterwerdens, ist ja die Vorsorgemedizin und da gehört die Knochenuntersuchung dazu. Also ja, im Prinzip ist es normal, es sei denn, man steuert mit seiner Lebensführung ein Stück weit dagegen. Das kann ich ja in allen Bereichen meines Lebens. Es ist auch im Prinzip normal, dass die Arterien verkalken. Wenn ich allerdings mit meiner Lebensführung dagegen halte, habe ich eine große, gute Chance, das zu verhindern, zumindest anteilig. Sie gelten als einer der Spezialisten in Deutschland für Knochenerkrankungen. Wie finden Sie heraus, ob eine Patientin, ob ein Patient Osteoporose hat oder nicht? Wir wenden ein ganz besonderes Verfahren an hier im Osteoporosezentrum München, welches in Deutschland an seltenen Orten verwendet wird, aber standardmäßig wird das sogenannte DXA-Verfahren verwendet. DXA bedeutet, es handelt sich um ein Röntgenverfahren, mit dem an der Wirbelsäule, in der Lendenwirbelsäule und am Oberschenkelhals eine sogenannte Knochendichte gemessen wird. Diese Knochendichte allerdings, es ist das älteste Verfahren, ich habe Ihnen hier so einen Befund einmal aufgerufen, diese Knochendichte, die da gemessen wird, ist eine sogenannte Flächendichte. Das DXA-Verfahren misst eine Flächendichte und das ist, das wird jeder Physiker bestätigen, eine mathematische und keine physikalische Dichte. Die physikalische Dichte ist definiert als Masse pro Volumen. So viel von einer Sache ist in so viel drin. Das ist Dichte. Flächendichte bedeutet, so viel von einer Masse ist in einer Fläche. Eine Flächendichte-Messung ist das, was DXA macht. Und die ist störanfällig. Bedeutet das, sie ist nicht sonderlich genau? Das bedeutet, sie ist störanfällig. Sie kann in den Übergängen zwischen gesundem Knochen und krankem Knochen, also osteoporotischen Knochen, diese Übergangsphasen nennen wir Osteopenie, hat sie eine hohe Quote an falschen Aussagen, falsch positive und falsch negative Diagnosen. Und die kommen zustande durch unterschiedliche anatomische Gegebenheiten, die bei allen Menschen, die keine 15 Jahre alt mehr sind, vorkommen können. Das sind zum Beispiel Schiefstellungen der Wirbelsäule, eine sogenannte Skoliose. Die haben wir hier in diesem Bild, eine leicht gewölbte, schief stehende. Das ist eine skoliotische Wirbelsäule. Die Skoliose ist nicht sehr ausgeprägt. Ich zeige dieses Bild dennoch, weil die Skoliose eine häufige Fehlerquelle ist für Fehlmessungen mit DEXA. Das heißt, möglicherweise, wenn ein Patient eine Skoliose hat in der Wirbelsäule, bekommt er die Diagnose Osteoporose, obwohl er die gar nicht hat. Das hier ist nur eine milde Skoliose. In diesem Falle ist die wahrscheinlich nicht maßgeblich nachteilig für die Messung. Es kann aber auch eine Facettengelenksarthrose, Facettengelenke sind die kleinen Wirbelgelenke an der Wirbelsäule, eine Arthrose dort kann eine Osteoporose vorgaukeln, obwohl sie gar nicht besteht, kann also unterschiedliche falsche Ergebnisse liefern. Das DXA-Verfahren wird flächendeckend angewendet, aber es hat eine relativ hohe Fehlerquote. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, läuft man Gefahr, Osteopenie und Osteoporose zu verwechseln. Und wir möchten ja heute explizit über die Unterschiede sprechen. Was wäre dann ein genaueres Messverfahren, um da vielleicht weniger, ja, falsche Aussagen zu treffen? Die genaueren Messverfahren und die verlässlicheren sind diejenigen, die wir mit der Computertomographie machen und nicht mit einem DXA-Verfahren, was nur quasi zweidimensional misst.
Wir brauchen ein dreidimensionales Verfahren. Und mit der Erfindung der Computertomographie haben wir eine Möglichkeit geschaffen. Wir haben es geschafft, eine Röntgenröhre, um ein Untersuchungsgut kreisen zu lassen. Dadurch können wir Schnittbilder erzeugen, Schichtaufnahmen. Und Sie ahnen es schon, dadurch, dass das dreidimensional passiert, können wir nun endlich durch die QCT eine echte Knochendichte messen, die auch jedem Physiker in der Definition der Dichte entspricht. Das bedeutet, wir bekommen ganz, ganz andere Bilder. Die sehen dann so aus, das kennen viele Menschen, dass eine CT schwarz-weiße Bilder macht. Aber man kann dann in jedem Wirbelkörper eine eigene Knochendichte messen. Das ist spannend, denn das ist verlässlich. Man misst den sogenannten Calciumapatitgehalt eines Wirbelkörpers. Und damit weiß ich, wie viel Mineralstoff ist in diesem Wirbelkörper drin. Und das ist das, was echte Knochendichte ist. Da bin ich also dann schon sehr, sehr nah dran am wahren Befund. Und Sie hatten noch eine dritte Methode angesprochen. Und das wertet München mal wieder auf. Dieses Verfahren wird nur dreimal in Deutschland angeboten. In Hamburg, soweit ich weiß, in Frankfurt am Main und bei Ihnen in München. Noch ein feineres Verfahren. Was ist das? Wenn Sie sich die Definition der Osteoporose mal ansehen, im Internet stehen ja an vielen Stellen, steht die drin, Wikipedia zum Beispiel, dann steht da, das ist ein Verlust an Knochendichte und an Knochenmasse. Sie haben erkannt, mit beiden Verfahren, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, messen wir einmal nur eine Flächendichte und dann zumindest mal eine echte Dichte, aber Verluste an Knochenmasse erkennen wir auch mit der QCT der Wirbelsäule nicht. Aha. Die Beschreibung der sogenannten Strukturen des Knochens ist wichtig. Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden wissen wollen, wie stabil ist ein Gebäude, ein siebenstöckiges Gebäude. Dann würden Sie sich auch nicht nur dafür interessieren, wie viel Zement in diesem Gebäude verbaut worden ist, denn das alleine ist keine ausreichende Information über die Stabilität. Sie würden wissen wollen, wie ist der Zement verbaut worden? Ja. Wie viel Querstreben hat das Gebäude? Wie ist die Statik letztlich aufgebaut? Und das ist das, was wir Knochenarchitektur messen. Und das können wir mit der PQCT, die wir in München hier haben, mit der wir auch Knochen untersuchen, bis ins Mikroskopische genau. Also dann eine sehr, sehr präzise Methode. Könnten Sie uns das wohl mal zeigen? Natürlich gerne. Endlich wieder unbeschwert kauen und lachen, dank Implaneo. Unsere Dentalklinik in München bietet Ihnen die schmerzfreie Methode für feste dritte Zähne an einem Tag. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten kostenfrei beraten. Alle Infos unter implaneo.de. Endlich wieder unbeschwert kauen und lachen, dank Implaneo. Unsere Dentalklinik in München bietet Ihnen die schmerzfreie Methode für feste dritte Zähne an einem Tag. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten kostenfrei beraten. Alle Infos unter implaneo.de. Herr Professor Deichend, was sehen wir da jetzt? Also, wir machen ja mit diesem Verfahren tatsächlich echte Schnittbilder vom Knochen. Das ist üblich mit der Computertomographie. Wir sehen hier etwas, was man früher nur mit einer Stanzbiopsie im Knochen sehen konnte, wo man reingebohrt hat, ein Stück rausgeholt hat. Das machen wir heute virtuell mit einer hochauflösenden Computertomographie. Sehen wir uns den Knochen an, bis ins Mikroskopische genau, bis auf 80 Mikrometer. Das ist mikroskopisch genau und können jetzt die einzelnen architektonisch relevanten Strukturen des Knochens beurteilen. Nämlich, wie sehr ist das trabekuläre Netzwerk ausgeprägt? Wie stabil, wie symmetrisch ist es? Wie dick sind die einzelnen Trabekel? Wie verhalten sie sich anzahlmäßig zueinander? Wie sind sie angeordnet, außenrum, innen? Wie ist die Rinde des Knochens gestaltet? Wir sehen hier die knöchernen Anteile, deren Knochendichte
Wir messen an verschiedenen Orten, aber wir machen ja mit unserem Verfahren auch eine Knochenstrukturbeschreibung, was ja, wie ich Ihnen eingangs erzählte, 50% der Knochendiagnostik gemäß Definition ausmacht, Knochenstruktur und Knochendichte. Und Sie sehen hier zum Beispiel bei diesem Patientenbild, dass sich die Knochenrinde an diesen Stellen komplett aufgelöst hat. Die ist verloren gegangen und hier ist sie wieder vorhanden und dann geht sie wieder hier unten verloren. Das sind Aufnahmen, die man nur mit einem hochauflösenden Computertomographen machen kann. Jetzt machen wir das ja nicht einfach zum Spaß, weil wir so neugierig sind, sondern das hat enorme Konsequenzen für die Therapie. Wir können anhand dieser Bilder tatsächlich unterschiedliche therapeutische Konsequenzen ziehen. Wir können aber auch etwas über die Ursachen des Entstehens dieser Osteoporose sagen. Zum Beispiel gibt es Chemotherapeutika, das ist ein Überbegriff für viele Medikamente, die wir verwenden, die solche Bilder am Knochen verursachen. Es gibt Erkrankungen, Nierenkrankheiten, aber auch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, die solche Knochenbilder dann letztlich aufgrund der Stoffwechselsituation generieren. Und Sie haben mich schon überzeugt, es wird nicht gestanzt, es tut nicht weh, man merkt es nicht. Ist es eigentlich mit CT, ist das irgendwie gefährlich? Eine Computertomographie gehört zur medizinischen Standarddiagnostik in der Radiologie heutzutage. Mhm. Nein, sie ist nicht gefährlich, aber da sie Röntgenstrahlen anwendet, gehört sie natürlich zu den strahlenbelastenden Untersuchungen. Aber je nachdem, wo man eine Computertomographie anfertigt, also an welcher Stelle des Körpers, steigt oder fällt die Strahlenbelastung. Das ist vielen Menschen nicht bekannt, weil sie denken, Computertomographie ist immer so viel Strahlenbelastung. Nein, wenn ich eine Computertomographie am Brustkorb mache, habe ich eine höhere Strahlenbelastung, als wenn ich sie an einer Extremität mache. Und zwar um ein Vielfaches höher. Die Strahlenbelastung bei diesem Verfahren hängt auch noch mit der Bauart der Geräte zusammen, die hier zum Einsatz kommen. Die haben eine sehr, sehr geringe Strahlenbelastung. Die Gesamtstrahlenbelastung bei so einer Untersuchung entspricht der gleichen Strahlenbelastung wie bei einer herkömmlichen DEXA-Messung, die wir vorher besprochen haben. Welche Körperteile, wenn jetzt eine Patientin, ein Patient zu Ihnen kommt und Sie untersuchen, welche Körperteile untersuchen Sie? Wir untersuchen speziell und spezifisch immer die gleichen, nämlich den Unterarm und den Unterschenkel, wegen der Verhinderung und Vermeidung von Strahlenbelastung für den Körper. Die Strahlenbelastung steht und fällt nämlich mit dem umgebenden Gewebe meines untersuchten Ortes. Das heißt, wenn ich viel Weichteilgewebe um meinen Untersuchungsort herum habe, zum Beispiel Brustkorb oder Bauchraum, dann habe ich eine höhere Strahlenbelastung, als wenn ich hier nur ein bisschen Haut habe. Wir machen das am Unterarm. Was Sie hier sehen, ist ein Unterarmknochen, wo die Strukturen dieses Knochens bereits in ganz erheblichem Umfang beeinträchtigt sind. Und das beschreiben wir natürlich, aber wir messen die Knochendichte auch an 5 verschiedenen Orten. Wir machen also an jeder Stelle dieses Knochens 5 Knochendichtemessungen und nicht zufällig angeordnet, sondern wir messen die unterschiedlichen architektonisch relevanten Knochenanteile. Knochenrinde, äußere trabekuläre Schicht, innere trabekuläre Schicht, Gesamtknochendichte und dann setzen wir die zueinander in ein Verhältnis und können dann eine sehr präzise Osteoporose diagnostizieren, die, wie Sie auch an diesem Bild sehen können, höchst individuell sein kann. Wenn Sie so präzise, so aufwendig und genau untersuchen, wie lange dauert das? Das dauert beim Messort Unterarm 3 Minuten und beim Messort Unterschenkel auch 3 Minuten. Aha. Also es ist eine kurze Untersuchung. Die reine Untersuchungsdauer sind 6 Minuten. Das sollte es allemal wert sein, um dann eben diese ganz präzisen Ergebnisse zu bekommen. Professor Deichen, wenn Sie jetzt bei einer Patientin, bei einem Patienten Knochenschwund feststellen, was dann? Nun, es hängt vom Umfang ab, also vom Ausmaß des Knochenschwundes. Man muss nicht jeden Knochenschwund, nicht jede Osteoporose immer zwingend medikamentös behandeln. Mhm. Und selbst wenn es eine Erforderlichkeit gibt, dann haben wir Spielräume in der Wahl der Medikamente. Aus meiner Sicht werden viel zu häufig
viel zu häufig Bisphosphonate verordnet. Das ist eine Wirkstoffgruppe, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise wirkt. Ja. Es gibt Möglichkeiten, sogar im nicht-medikamentösen Bereich bei einer milden Osteoporose, die vielleicht gerade noch von der Osteopenie in die Porose gereift ist, etwas mit Vitamin D und Calcium, Prohormonen oder auch Hormonen zu erreichen und mit Bewegung natürlich nicht zu unterschätzen. Und gibt es auch die Möglichkeit, mit gewissen Medikamenten, ich sag mal, die Knochen zu reparieren? Ja, die gibt es auch. Es gibt, wir unterscheiden in der Medikamentenauswahl zwischen einer Wirkstoffgruppe, die sogenannten Antiresorptiva. Das sind Medikamente, die nur den Knochenabbau verhindern und insofern dann sogar im Idealfall eine knochenaufbauende Wirkung haben können, wenn der Patient noch eine eigene Knochenaufbaukapazität hat. Wenn er die nicht mehr hat, altersbedingt, lebensführungsbedingt etc., ja, dann gibt es sogar Wirkstoffe, die aktiv Knochen aufbauen können, die sogenannten Osteoanabolika. Mhm. Da gibt es sogar eine Neuzulassung seit mittlerweile fast 12 Monaten. Also wir haben Spielräume in den unterschiedlichsten Varianten. Sie sind nicht unendlich, aber eine gewisse Auswahl steht uns Gott sei Dank zur Verfügung. Und wie lange dauert das dann, bis ich erste Erfolge spüre, sehe, messen kann? Das hängt tatsächlich sehr davon ab, welches Medikament man wählt oder auch, ob man den nicht-medikamentösen Weg wählt, der durchaus manchmal Sinn machen kann. Davon abhängig zwischen einem halben bis zu einem Jahr, manchmal bis eineinhalb Jahre, kann man die ersten Erfolge dann auch sehen und mit so einem differenzierten Verfahren, wie wir es zum Einsatz bringen, auch messen. Jetzt hatte ich zu Anfangs gesagt, wir leben in Zeiten von Corona und viele Menschen lassen ja Vorsorgeuntersuchungen schleifen. Sie trauen sich nicht außer Haus. Machen Sie diese Erfahrung auch? Die Erfahrung mache ich auch und ich finde sie bedenklich. Ganz unabhängig jetzt von der Osteoporose kann ich auch als Allgemeinarzt sagen, es ist wirklich höchst bedenklich, dass gerade auch ältere Menschen aus Angst, aus dem Haus zu gehen, aus den unterschiedlichsten Gründen, die alle mit Corona irgendwie zu tun haben, teilweise sehr wichtige Vorsorgeuntersuchungen schleifen lassen oder verschieben, zum Beispiel im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kardiologische Untersuchungen, aber auch Osteoporose-Untersuchungen werden verschoben. Und das, da möchte ich dringend davon abraten, einfach aus dem Grunde, weil es Erkrankungen gibt, die so schnell auch verlaufen können, dass es wenig Sinn macht, nach einem halben Jahr oder einem Jahr später erst nachzuschauen. Das betrifft ja vor allem die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und die Untersuchungsmethoden, die gibt es zu Genüge, gerade bei der Osteoporose, das haben wir heute kennengelernt. Professor Deichen, haben Sie herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei der Sprechstunde. Endlich wieder unbeschwert kauen und lachen, dank Implaneo. Unsere Dentalklinik in München bietet Ihnen die schmerzfreie Methode für feste dritte Zähne an einem Tag. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten kostenfrei beraten. Alle Infos unter implaneo.de.